Herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier in der Stechert VIP Lounge nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum, das leider mit 0:2 verloren ging. Direkt vom Spielfeld zu uns gekommen ist Niklas Füllkrug. Erstmal schön, dass du dir noch die Zeit nimmst. Grüß dich. Ja, gerne. Es war dein Heimspieldebüt für die Spielvereinigung. Hast du dir sicher ein bisschen anders vorgestellt, ne? Ja, natürlich. Das Spiel ist unglücklich losgegangen, was wir natürlich uns selbst zuzurechnen haben. Wir haben hinten oder allgemein in der Defensivbewegung in den Situationen, wo wir die Tore kriegen, nicht gut gearbeitet und müssen da ganz klar gegengehen und den Gegner stören. Nach 4 Minuten bereits fiel der einzelne Führungstreffer für die Bochumer. War das vielleicht auch ein bisschen der Knackpunkt? Hat es den Bochumern in die Karten gespielt, diese frühe Führung? Ja, natürlich. Ich denke, dass das jeder Mannschaft in die Karten spielt, ein frühes Tor. Dann kann man viel selbstbewusster auftreten und das Spiel so angehen, wie man es will. Wie die Bochumer dann über Konter auch weitergekommen sind und wir eigentlich das Spiel gemacht haben. Das stand denen wohl ganz gut und ja. Woran hat es heute so ein bisschen gelegen, dass es nicht so viele Torchancen gab wie sonst? Woran hat es heute gehapert? Also ich muss ehrlich sagen, jetzt so direkt nach dem Spiel ist das schwer zu sagen, aber ich denke, in der zweiten Halbzeit müssen wir 2 Tore machen. Also die Torchancen für 2 Tore haben wir auf jeden Fall gehabt. Und in der ersten Halbzeit gut, da müssen wir dann die letzte Konsequenz einfach haben und im Strafraum im 16er viel klarer und williger und entschlossen zum Tor gehen. Du bist ganz neu in Fürth. Wie haben sie dich hier aufgenommen? Wie ist die Mannschaft? Wie ist die Stadt? Hast du schon ein bisschen was gesehen? Ja, das ist alles positiv und die haben mich alle sehr gut aufgenommen. Die Stadt gefällt mir sehr gut. Ist alles klein und eng beieinander. Das mag ich sehr gerne. Und ja, ich fühle mich hier wohl bisher. Was hast du dir persönlich für Ziele gesteckt? Der Mannschaft weiterzuhelfen. Also wie, das wird sich zeigen, denke ich. Natürlich möchte ich das ein oder andere Tor machen. Aber wenn es eine Torvorbereitung ist, ist das auch nicht schlimm. Ja. Jetzt musst du dann nach 6 Spielen die Tabellenführung heute an Union Berlin abgeben. Die haben 1-0 gewonnen. Jetzt kommt es am Freitag zum Spitzenspiel. Ihr spielt gegen Union Berlin. Tabellenführung zurückerobern oder wie ist da das Ziel? Ja, natürlich wollen wir da 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Und ganz klare Aussage, wollen wir gewinnen. Dann haben wir relativ harte Wochen, kann man sagen. Also jetzt erst Union Berlin, dann Pokalspiel beim HSV. Ein Highlight, ein besonderes Highlight? Ja, ist halt Pokal, ne? Also ich glaube, dass das Spiel nicht mehr Wert hat als ein Ligaspiel. Aber ich denke, dass das ein schönes Erlebnis wird. Gut, wir wünschen dir natürlich auch persönlich viel Glück für die nächsten Wochen. Und für alle, die jetzt noch Autogramme möchten, es gibt leider noch keine Autogrammkarten von Niklas Füllkrug, aber alle, die ein Trikot anhaben oder gerne ihren Schuh unterschrieben haben möchten, die können natürlich vorbeikommen, auch Schals. Und er nimmt sich noch ein paar Minuten Zeit, schreibt noch Autogramme. Ansonsten schönen Sonntag, kommen Sie gut nach Hause.